Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 8 Village. Ja, wir sind wieder da. Wir wollen jetzt einmal weitermachen. Die Frage ist nur, ob ich erstmal einkaufen sollte ein wenig. Ich weiß ja nicht, wie wir ausgerüstet sind. Nicht sehr pralle, wie man sieht. Munitionmäßig jetzt gesehen. Ich könnte mal Du gucken. möchtest etwas kaufen? Ob es etwas gibt. Ja, du, ich möchte was kaufen. Kann ich hier schon was craften eigentlich wieder? Ey, Mensch, was machst du da für Geräusche, Mensch? Sieht nicht so aus, dass wir hier noch was craften Bitte können. sieh dir auch meine neuen Waren an. Neue Waren. Okay, das ist hier erweitertes Magazin Lemi. Lemi-Waffe haben wir ja nicht mehr. Was ist das denn? V61 Custom, eine durchschlagskräftige vollautomatische Maschinenpistole. Voll ausgerüstet, verfügt sie über beeindruckende Feuerkraft. Boah, 120.000 brauchen wir. Das können wir uns gar nicht leisten, ne? Haben wir noch was hier? Gelbquarz ist nicht kombinierbar, ne? Genau. Verkaufen mal alles, gucken, ob wir uns die Maschinenpistole holen können. Wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Da haben wir schon mal eine Maschinenpistole, mechanischer Teilzylinder ist kombinierbar, das behalten wir. Mehr haben wir auch nicht. Oh, okay. Reicht nicht ganz. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Ja, Duke, was sollen wir denn machen? Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Dann lass uns mal weiter. Und ja, mal gucken, dass wir die 120.000 da zusammenkriegen für die Maschinenpistole. Munition dafür habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Vielleicht kommt das ja noch. Müssen wir mal abwarten. Oh, keine Pistolenmunition. Hätte ich doch kaufen sollen, ne? Ich crafte mal welche. Dann haben wir ein paar. So, wir hätten auch die Waffen auch verbessern können, ne? Aber ich will irgendwie die Maschinenpistole haben. Oh. Oh. Alter, die laufen ja hier alle durch. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen jetzt hier lang. Haben wir ja freigeschaltet. Oh, alle mit dem Bohrer. Ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Das ist der Wahnsinn, was Heisenberg hier veranstaltet. Ich bin echt mal gespannt, was auf uns zukommt. Was bei Heisenberg noch hier zu erwarten ist. Oh, okay. Ja, allein die Musik, Leute, das sagt ja schon alles. Und die Grafik an sich. Sehr, sehr geil. Diese Musik, diese Atmosphäre. Puh, hier ist nichts, ne? Ist noch rot. Okay, dann ist es viel, zählt das auch noch mit. Hier in den Ecken nichts. Aha. Da ist schon mal was. Flintmunition. Sehr geil. Nachladen. Wenn wir hier Flintmunition bekommen, dann hat das ja schon, sagt das ja schon genug aus. Dann kommen auch gleich hier ein paar Monster. Safe. Ja. Wieder so einer mit hinten. Hinten. Weißt du? Hinten so ein großes Ding. Nein. Oh. War ja klar, dass hier noch ein Monster kommt. Come on. Dreh dich um. Nimm mal die Pistole. Nee, das bringt nichts. Oh nein, nicht du schon wieder. Hinten rum. Oh, da. Okay, drei Schüsse. Hat gelangt. Ich werde mehr so eine Viecher auf jeden Fall sehen hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allein das Gebiet, das ist so, dass man im Kreis laufen kann. Das sagt schon alles. Na, wo bist du, Heisenberg? Hä? Alles blau? Aha. Oh oh, ich bin echt mal gespannt, ob wir mehr solche Renn- und Kill-Sachen kriegen. Oh, 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 oh. Ah, du wieder? Nein, nicht der schon wieder. Soll ich... Echt jetzt? Okay, ist weg. Okay. Okay.
Oh. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der kommt hier gleich rein. Ist alles blau, ja. Alter, der schon wieder. Oh, jetzt sind wir hier. Da vorne ist der Duke, ne? Der sitzt doch irgendwo da. Weil wir haben doch immer aus dem Fenster hier hingeguckt. Ach du Kacke. Müssen wir die ganze Fabrik durchspielen? Ist aber eine Riesenfabrik hier. Da war doch der Duke irgendwo. Ich bin mal gespannt. Und kommt der Duke jetzt runter mit dem Aufzug? Das war ja auch so ein Aufzug. Ja, geil. Tatsächlich. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Hat er wieder was Neues oder wie? Ah, ja, ja. Ja, die Maschinenpistole habe ich hier schon gesehen. Was ist das denn? Leuchtpunktvisier. Spezialzubehör für eine Flinte. Erhöht Feuerkraft sowie Feuerrate. Das wäre für unsere Waffe wohl wertvoll. Kolben. Spezialzubehör für eine Pistole vermindert den Rückstoß beträchtlich. Ja, ich will halt die Kohle sparen eigentlich, ne? Für diese... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Das, gegen eine kleine Gebühr, verstehst du? Für das Maschinengewehr würde ich eigentlich sparen. Ja, wir sparen das auch. Ich speichere jetzt schönen auch mal. So, Heisenbergs Fabrik, Untergeschoss Nummer 3 ist das hier. Und hier könnten wir nach unten. Kamen wir davon? Das B4 waren wir ja, genau. Bei B4 waren wir, meine ich. Jetzt sind wir hier, also. B3 waren wir. Wir waren B4 Materials, glaube ich. B3 ist die Manufacturing, also Produktion. Aha. Das ist das ganze Strich. Also da müssen wir einfach mal einmal durch. Ja, Produktion. Hört sich auf jeden Fall nicht sehr beruhigend an. Wir schauen mal, was uns hier noch in der Fabrik erwartet. Oh, ist das groß. Ist der Wahnsinn. Bestimmt springen hier nachher welche runter. Liegt noch einiges vor mir. Liegt noch einiges vor mir, ja. Da hast du gut gesagt, Ethan. Ach, du meine Güte. Ach, du meine Güte. Das wird ein Spaß hier. Puh, Heisenberg hat auf jeden Fall hier sich was Gutes aufgebaut. Oh, das geht gleich hier weiter. Okay. Boah, das sind aber echt viele Gegner. Stellt euch mal vor, man muss alle bekämpfen. Dann ist aber Feierabend hier. Kommt hier was? Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Hier ist irgendwas. Die arbeiten hier. Die arbeiten hier. Echt jetzt? Ach du Kacke. Der hat sich ja hier die als Mitarbeiter angeschafft. Das ist doch nicht wahr. Zombies, die hier im Bergwerk arbeiten, Leute. Oder Mutanten oder was das auch immer ist. Kranke Leute. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall der Wahnsinn, dass die als Mitarbeiter hier fungieren. Also das war echt... Das wäre wirklich das Letzte, was ich denke. Dass sie wirklich auch arbeiten können. Das sind aber auch wirklich zuverlässige Arbeiter wahrscheinlich. Weil die halt sehr halb tot sind und die machen einfach ihre Arbeit. Ne? Oh, hier ist ein Bohrer. Wir müssen aufpassen, diese ganzen Zombies. Zwei habe ich schon gesehen. Hier liegt was. Sind jetzt mehrere oder nur zwei? Nur zwei, drei. Keine Munition mehr. Okay. Ach du Kacke, Alter. Ach, hier geht's weiter gleich. Wir müssen mal hier erstmal alles durchwühlen. Dietrich.
Sehr geil. Ist alles blau? Nee, ist noch nicht blau. Das heißt, wir übersehen auf jeden Fall hier noch was. Hier vielleicht drin. Ist auch ganz schön ruhig geworden jetzt hier. Wo könnte noch hier was sein? Ist immer so Nadel im Heuhaufen und so, ihr wisst schon. Die Frage ist nur, wo könnte ich hier noch was übersehen haben? Wahrscheinlich nicht hier, sondern weiter vorne. Ah! Ah! Sehr gut. Oh, 26 Pistolenmunition. Das war noch nicht mal alles. Das hat sich gelohnt, dass ich da mal die Augen offen gehalten habe. Und vor allen Dingen zurückgelaufen bin, ne? Das waren 26 Pistolenmunition. Da geht man doch gerne einmal nochmal gucken, ne? Das zählt auch noch alles mit zu diesem Gang, ne? Genau. Das zählt alles noch hier mit rein. Hier kamen wir. Ah! Da habe ich was übersehen. Wenn es jetzt das ist, ne? Flintenmunition, 8. Ist blau. Hier ist aber noch rot, okay? Ja, gut, dass wir auf jeden Fall nochmal zurückgegangen sind. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, wegen dem Flintenmunition und... Kommen wir hier durch? Nee, hier geht es nicht weiter. Hier müssen wir dann. Genau, also wegen dem Flintenmunition und dem Pistolenmunition, was wir da bekommen haben. Wenn man beides mal so überschlägt, zusammenrechnet, sind das über 30 Patronen. 8 von Flinte und 21 waren das, glaube ich, von der Pistolenmunition. Also, ja, knapp 30. Okay, hier waren wir ja schon. Hm. Bestimmt übersehe ich wieder irgendwas in der Luft oder so, ne? Irgendwas auf, in der Decke. In der Decke wieder versteckt. Aber ich glaube, ich suche da jetzt nicht die ganze Zeit danach. Ich werde mal gleich weitergehen. Bisschen Munition, da kann ich jetzt auch drauf verzichten, auch wenn ich es nicht gerne tue. Vielleicht hier oben irgendwie was. Vielleicht ist es auch so ein Schatz wieder, ne? Das kann alles sein. Vielleicht, ah, muss ich nachher oben irgendwie das Ganze plündern. Und dafür muss ich halt erstmal weiterlaufen. Ja, okay. Oh. Ganz schön eng hier. Wenn jetzt was entgegenkommt, ne? Oh. Okay. Das sieht hier wieder sehr verdächtig nach einem Bossfight oder so aus. Wegen dem schmalen Gang hier. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht träume ich einfach zu viel. Erwähne ich das zu oft mit dem Bossfight, aber ich lade mal nach. Die Waffe und dann runter. Okay. So ein schmaler Gang ist immer so halt, ne? Oh. Hier geht's weiter. Wir brauchen eine Rohrbombe. Okay. Oh, mal gucken. Oh, Schätze, ja? Gelbquarz, großer Kristall, Vivianit. Großer Kristall. Das wird auf jeden Fall Kohle bringen. Ist auch blau jetzt. Und da haben wir alles. Goodie. Und weiter geht's. Schatz haben wir. Hier ist auch nichts. Hier ist alles blau. Hier ist, dachte ich, wäre wieder so ein Rätsel. So, dann wollen wir mal weitergehen hier. Ganz vorsichtig. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Das Wasser unten? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Hier. Was ist das, Alter? Kann ich da raufschießen gleich? Mache ich gleich, wenn ich oben bin. Vielleicht kann ich da Patronen sparen. Hier fällt aber auch einiges runter. Ich weiß nicht, ob das uns Schaden machen kann. Oder verursachen kann. Schießpulver. Oh, hier ist doch wieder sehr auffällig. Hier wird bestimmt wieder irgendwas auf uns zukommen. Scharfschütze-Munition. Das sagt schon alles. Dann werden wir wahrscheinlich hier gleich voll viele Gegner irgendwie rumlaufen haben. Die wir auch mit dem Scharfschützengewehr abballern müssen. Oh ne, ich höre schon. Oh ne! Noch mehr? Oh ne!
Rohrbombe. Ich kann immer die Rohrbombe ausrüsten. Wo sind die Rohrbombe? Hier. Wo das Messer ist. So machen wir das. Ach, warten die oben auf mich oder was? Ja, die bewachen das da oben. Wie viele, Alter? Ach, die sind nach unten jetzt. Komm. Ach, der hat aber vorne sein Ding. Okay, der ist vorne. Den kriegen wir so ein bisschen durch. Wenn keiner hinter mir kommt. Okay, der ist schon mal down. Noch ein? Noch ein, komm, komm, einmal treffen. Dich. Das war nichts. Scharfschütze Munition. Die ballern halt richtig rein. Die tun halt richtig weh, ne? Okay, komm, 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 komm. Ja. Oh nein. Okay, warte, warte, ich muss mich heilen, sonst bin ich gleich hier down. Oh, wieder verfehlt. Alter, was war das denn? Was war das denn? Der ist ja voll geslidet oder gesurft. Okay. Diesen haben wir auch. Also Ethan braucht sich gar nicht wundern, dass noch mehr kommen, weil Leute, die ganze Fabrik ist voll von denen. Wisst ihr, was ich meine? Dann wundert er sich, dass noch mehr kommen. Ach, Ethan. Viel zu lernen, du noch hast, mein Bester. So, hier hatte noch einer was gedroppt, jetzt will ich auch noch haben. Ist es denn alles hier dann geplündert schon? Ich glaube schon. Ja, dann lass uns mal nach oben gehen. So ganz stumpf mal gucken, was oben auf uns zukommt. Ja, schön, dass die Kisten hier liegen. Da hätte man auch locker rüberklettern können. Also manchmal finde ich das mit dem... Diese Wände, ne? Diese unsichtbaren Wände, wo man nicht vorbeikommen soll, finde ich ein bisschen lächerlich. Muss ich ja ehrlich gestehen. So, ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder welche. Boah, muss ich die gleich zerstören? Ist die Frage, ne? Ich denke mal schon. Können wir mal versuchen? Ja. Das bringt was. Guck mal, der wird schon langsamer. Ah, was? Ach so. Aha. Okay. Jetzt noch den letzten. Was heißt der letzte? Da ist noch einer. Jetzt geht's ab. Oh. Das sieht aus wie so ein Triebwerk, ne? Wie so ein Triebwerk. Wie so eine Rakete, der gleich abheben wollte. Okay, damit haben wir die Maschinerie hier auch gestoppt, sag ich mal. So. Flintenmunition. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahnsinn. Jetzt müssen wir noch in das Ding reinklettern. Oh, das könnte doch ein Bossfight hier sein. Auf jeden Fall, Alter. So wie das hier aussieht. Ach du meine Güte, was für ein was kann man dazu sagen? Reaktor. Also bei Atomkraftwerken wäre das ja so ein Reaktor oder... Ich weiß das nicht genau. Oder halt ein Schornstein, ne? Schornstein könnte es auch sein. So ein Riesending. Ach du meine Güte. Das könnte echt so ein Bossfight-Gebiet hier sein. Okay, jetzt geht's hier erstmal weiter. Okay. Hier geht's gar nichts weiter. Hier müssen wir lang. Das ist der einzige Weg. Hier steht was. Modellverbesserung. Modell Soldat Jet. Habe ein Jetpack und ich muss gerade mal was gucken, Leute. Ich bin sofort bei euch wieder.
genau. Ich dachte, mein Headset wäre ab. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeit. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug. Durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung. Modellsoldat Panzer. Habe einen schutzverlöses Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegende Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Okay, hier können wir wahrscheinlich mit so einem Granatenwerfer oder Rohrbomber arbeiten gegen dem. Und hier habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experiment zeigt eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Okay. So sehen die aus. Das ist der Verbesserte und das ist der Fliegende, glaube ich. Oh Mann. Karte der Fabrik, obere Bereich. Oh Leute, das wird ja gleich ein Spaß. Was wir da gleich für Gegner vor uns haben werden. Das ist ja echt witzig gemacht. Wir werden quasi schon vorgewarnt, damit wir wissen, was bei dem einen oder anderen die Schwachstellen sein können. Oh. Ist das ein Geheimgang? Hier geht's nach oben. Da möchte ich noch nicht hin. Wir können ja mal hier runter gucken. Ist das ein Geheimgang hier, oder? Oder ist das einfach nur auch Story? Oh. Okay. Ah, doch. War doch so ein Geheimgang hier. Kugelkukelle. Okay. Pistolenmunition 30 Mal. Sehr lecker. Schießpulver. Ah, hier geht... Achso, das ist diese... Ah, okay. Da waren wir gerade eben. Hier ist alles geplündert. Okay. Hat sich gelohnt. Weiß ja nicht, wofür diese Schusskukelle ist. Ich denke mal, das ist halt für... Ja, wieder irgendwie einschmelzen oder so. Kann ja sein. Lüftungsschacht. Jetzt sind wir hier im Lüftungskanal. Oh, oh. Ich höre was. Oh, bitte nicht. Ah, hier werden die rumfliegen bestimmt. Kann ich mir schon vorstellen. So wie das hier aussieht. Oh. Oh. Ach, meine Güte. Glück gehabt. Da war's. Kommen die jetzt? Das war knapp. Okay, da komme ich nicht mehr wieder hin, ne? Lüftungskanal. Ach du meine. Ach, da ist was. Guck mal, da habe ich was gesehen jetzt. So zufällig. Gelbquarz. Ist hier auch mehr? Nö. War wohl so ein einziger. Hier auch natürlich. Ich höre was. Hier. Soll der so schief stehen oder ist das jetzt, sag ich mal, Bug? Das wüsste ich mal gerne. Ob das jetzt so ein Bug ist oder ob der wirklich hier stehen soll. Oh, hier liegt noch ordentlich was. Gut, dass ich nochmal hier hingekommen bin. So, dann lasst uns mal weiter. Bin mal gespannt, was auf uns noch zukommen wird. Oh, hier wird es ganz schön dunkel. Oder man sieht hier kaum was. Ach du meine Güte, nein. Muss ich mich jetzt hier runter wühlen oder? Ja. Runterwühlen. Hier ist eine Leiter. Hier könnte man rüber. Warte mal. Da auch noch eine Leiter. Also da kamen wir. Das heißt, dann müssen wir versuchen, erstmal hier hochzukommen. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Oh. Da ist so ein Ding zum Drehen. Eine Kurbel. Ah, eine Tür. Okay. Chemikalie haben wir. Alles geplündert, sehr gut. Kommen wir denn hier wieder zurück? Nee, kommen wir nicht. Okay, das ist so eine Einbahnstraße hier. Dann lasst uns mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose.
wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Okay. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Rose, ihre geheime Kraft. Schlüsselkokille. Wieder haben wir so ein Ding. Keine Ahnung, was das bringt. Leute, Rose, ihre geheimen Kräfte. Mir kommt langsam so ein bisschen ein paar Fragen auf, ein paar Antworten auch. Rose hat irgendwelche geheimen Kräfte. Deswegen wurde sie wohl entführt, weil sie wohl vielleicht irgendwas auslösen kann mit Mutter Miranda und ihrer Gang. Vielleicht soll sie auch der Gang beitreten. Ich weiß das nicht. Deswegen wurde sie wahrscheinlich entführt. Also, bis jetzt machst du einen Eindruck, ne? Dass sie ja wohl irgendwie was Besonderes ist. So erklärt sich das Ganze. So, hier geht's nach oben. Mensch, diese Fabrik ist aber auch so groß. Es geht noch weiter. Hohohoho. Guck mal, jetzt sind wir schon mitten im Geschehen irgendwie, aber ganz weit oben. Ganz, ganz komisch. Diese Fabrik ist so der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was größer ist. Schloss Dimitrescu oder die Fabrik? Wüsste ich auch mal gerne. Also im Vergleich zu den anderen zwei, Moreau und diese Puppenspielerin, ich weiß ihren Namen gerade nicht, Donna Beneviento, genau. Im Gegensatz zu den beiden, Sumpf und Puppenspielerin, ist das hier ein ganz anderer Schnack. Wie Schloss Dimitrescu. Halt auch riesig. Okay, wir müssen hier irgendwie so einen Schlüssel suchen. Oder verwenden. Kugel. Eine Form zum Gießen von Kugel. Schlüssel, Kokille. Eine Form zum Gießen von Schlüssel. Vielleicht müssen wir das erst einmal auch gießen. Denke ich mal. Bevor wir hier weiterkommen. Ja. Anders wird es wohl nicht gehen. Was ist hier? Aufzug vielleicht? Das wäre geil. Wenn jetzt der Duke kommen würde, wäre es jetzt richtig geil. Dann könnte man direkt zu dem Schmelzraum gehen und die Sachen mal schmelzen. Doch, das ist das. Ja, 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 jetzt sind wir hier. B-Storage. Das ist der Aufzug, der jetzt runterkommt, ne? Weil das ist ja wieder dieser Plan, wo der Aufzug war. Ja, perfekt. Perfekt. Sehr schön, Duke. Freut mich, dass ich dich sehe. Ich werde jetzt erst einmal... B4 war das, ne? B4, ja. Wir müssen erst einmal die Schlüsseln jetzt herstellen. Ich speichere einmal ganz... Ah, kann ich gar nicht, wenn der Aufzug sich bewegt. Genau, jetzt gehen wir wieder runter. Aha, jetzt ist auch wieder dieser Gebiet, wo wir am Anfang waren. Und jetzt können wir diese beiden Dinge einmal schmelzen und ich hoffe, da sind keine Monster. Kann ich mir vorstellen, dass da viele Monster sein werden. Weil jetzt wahrscheinlich gerespawnt sind oder sowas. Ich weiß das nicht. Ich speichere einmal hier zur Sicherheit. Wahrscheinlich... Sind die jetzt gerespawnt? Kann ich mir richtig vorstellen. Ja. Warum ist hier denn voll dunkel auf einmal? Ja, das sagt schon alles. Oh, nee. Ziemlich dunkel. Das war doch nicht so. Ich habe gespeichert. Was ist denn hier geschehen? Okay. Oh, nee. Ich habe richtig Schiss bekommen auf einmal. So eine ganz andere Location, ne? Im Gegensatz zu vorher. Wieso habt ihr das gemacht jetzt? Nur um mich aufzuhalten, dass ich nicht diese Kugeln kugeln kann. Durchatmen. Da ist einer. Ah, der ist der Schnelle. Come on. Der ist einer der leichteren eher. Im Gegensatz zu den anderen auf jeden Fall, Leute. Im Gegensatz zu den anderen ist der noch völlig entspannt. Aber ich fürchte, das wird nicht der einzige Gegner gewesen sein. Warte mal. Wo war denn dieser Raum? War das hier unten?
Ich fürchte ja. Oh nein. Oh nein. War das überhaupt hier? Gießerei, ja. Gießerei ist da. Da kommt wieder einer. War ja klein. Wenigstens ist die Gießerei beleuchtet. So sah es auf jeden Fall aus. Wo der gerade reinkam. Wahrscheinlich werden wir in der Gießerei so ziemlich krass überfallen, während wir die Sachen gießen. So kann ich mir das vorstellen. Oh, wenigstens die Gießerei wirklich noch sehr hell. Und wenn wir jetzt die Dinger reinplatzieren, werden bestimmt die ganze Zeit Gegner kommen. Kann ich mir vorstellen. Aber wir haben keine Wahl. Jetzt kommt. 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 Kommt die überhaupt jetzt noch? Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht wird er auch bei dem zweiten erst kommen. Heisenbergs Schlüssel. Ah. Und jetzt die andere Kugelkuckele. Und jetzt kommen die, glaube ich. Mensch. Ich dachte, die werden jetzt die ganze Zeit kommen. Habe ich hier was übersehen? Ist noch rot der Raum? Dietrich vielleicht irgendwie was öffnen? Oder in der Luft irgendwie was? Kugel, eisernes Pferd. Ja, damit müssen wir in diesen Raum, wo wir vorhin nicht weiterkamen. Ja, jetzt müssen wir einfach nur eigentlich zurücklaufen, aber in diesem Raum gibt es noch irgendwie was. Nee, ist jetzt blau. Ach, okay, das war wegen dem Gießerei hier. Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr weit weg von Heisenberg. Wir haben seinen Schlüssel schon bekommen. Oh nein, diese... Oh, ist so scheiße dunkel hier. Ich habe das Gefühl, das war noch nicht alles hier. Das glaube ich nicht. Da ist was. Ah! Der... Ah! Wir brauchen die Waffe auf jeden Fall. Das war dieser starke, gepanzerte... What? War das eine Blendgranate, oder? Ah, da ist... Da, man sieht's jetzt. Man sieht jetzt diesen Dings. Ein Nachladen. Ah, das war eine... Das war keine Patrone, die ich wollte, glaube ich. Alter, verpiss dich. Boah, ich lasse den, glaube ich, gleich aus. Obwohl, er bringt ja... Materialien, ne? Das muss man auch bedenken. Materialien sind halt immer gut. Wie viele Pistolenmunition wir haben, Alter. Okay, das war's. Genau wegen das habe ich ihn getötet. Perfektes kristallines Herz. Da kann man nichts sagen. Ach du meine Güte, das war dieser gepanzerte. Den fliegenden erwischen wir noch. Den werden wir wohl noch treffen. Vielleicht kommt er auch gleich. Oh Mann, ey. So dunkel. Wisst ihr, ich hasse das, wenn das so dunkel ist. Oh nein, wieder so einer. Warte mal. Erstmal die Panzerung wegmachen. Oder Rohrbombe geht ja auch, ne? Ja. Nein. Der ist ganz schön. In so einem engen Raum ist nichts für den. Eigentlich dürfte der sich gar nicht so gut hier bewegen können, vielleicht.
Oh, jetzt kommt er wieder. Wir haben keine Patronen mehr fast. Nein, nein! Scheiß Viecher, Alter. Schrotflinte. Okay, wir haben ihn. Ja, diese Explosion, ja, die vergesse ich immer. Okay, wir können uns wahrscheinlich auch schon die Maschinengewehrpistole holen. Ich glaube nicht, dass noch einer kommt. Wenn noch einer kommt, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber wahrscheinlich schon. Wer weiß, also überraschen würde mich das auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht sogar hier im Flur? Nö. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Ja. Wir verkaufen erstmal alles. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Weil wir können ja vielleicht die Maschinenpistole. Ein großer Kristall haben wir 3, davon eine, Vivanit, Gelbquarz, polykristalliner Schädel, kristallines Herz, okay, 2 Stück, großes kristallines Herz. Diese Dinger bringen bestimmt richtig Geld. Guck mal, 25.000, das hat sich voll gelohnt, die auszuradieren. Zack, zack, 50.000. Damit können wir uns auf jeden Fall unsere Waffe dann holen. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Also, er hat hier diese Waffe. Wie viel hat denn... Ja, ich kaufe die jetzt trotzdem, also. Auch wenn die jetzt so und so ist, weil die Feuerrate ist auch geil. So eine Maschinenpistole haben wir auch noch gar nicht. Wie sieht's mit Inventar aus jetzt? Damit schönen Tag. Ja, ist okay. Ich kann ja mal diese Magnum-Munition an den reinladen, dass das schon mal wegkommt. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Magnum-Munition geladen. Diese Pistole. Untersuchen. Nee, ich wollte das eigentlich bewegen. Wie bewege ich das? Mit Shift, oder? Hä? Warte mal. Shift. Aha, so. Okay. Ah, ich kann die auch so drehen. Warte mal. Und dann? Wie besteht die? Ah, mit F. Okay. Das nehmen wir auch mal. Warte mal, das... Mensch, das ist aber auch... Die Steuerung ist auch immer ein bisschen hakelig, ne? So, diese Waffe. Die kann ich ja hier oben hinstellen. Das macht ja jetzt nichts aus, ob es da ist. Genau, irgendwas Kleines, um das hier zuzukriegen. Nee, ne? Okay, ich glaube, vom Platz her sollte das erstmal genügen. Hoffe ich. Pistolen... Können wir was verbessern? Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Werkstatt. Die Pistole ist okay. Schrotgewehr würde ich noch gerne verbessern, weil die benutzen wir doch schon oft. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Okay, das war's auch schon. Mehr cool haben wir nicht. Danke für deine Treue. So, B1 müssen wir. Ja, Leute, ich würde dann sonst erst mal sagen, wir machen hier erst einmal Schluss. Ja, wir sind ja gut weit gekommen. In der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir diese Pferdeschlüssel und Heisenberg seinen Schlüssel dann verwenden. Ne? Ist ja wieder eine gute Folge geworden. Ja, die Fabrik von Heisenberg nimmt kein Ende. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch vorbeischaut. Dann machen wir genau hier weiter. Jetzt haben wir ja die Schlüssel. Ich speichere dann mal. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.